Abermals willkommen zurück an Bord von U48 und damit zum Let's Play U-Boot. Ja, in der letzten Folge hatten wir soweit das Minenlegen abgeschlossen und damit auch sämtliche anderen Kampagnenmissionen, die sich direkt in nächster Nähe befinden, abgeschlossen. Wir sind jetzt frei, die nächste Patrouille zu machen. Ich habe die bereits letztes Mal angefordert soweit, beziehungsweise die Patrouillenbefehle angefordert soweit. Bitte aufhören zu ruckeln, liebes Spiel. Es kündet sich ein RAM-Stick bei mir an, keine Sorge. Also das blödsinnige Ruckeln, das wird bald zu Ende sein, hoffe ich mal. Ja, unser Ziel ist hier die keltische Seen. Wir sollen hier das tun, was wir am besten können, nämlich Tonnage machen, ohne Ende. So. Ja, was gäbe es noch zu sagen? Wir übernehmen gerade mal hier den Michael Knott, ganz gemütlich. Sobald das Spiel uns lässt, natürlich soll das heißen. So, da kommst du bitte aus den Federn raus, weil wir machen mal eine kurze Begehung. Was nun die Bewaffnung angeht und generell was auch die Fressversorgung angeht und all sowas. Verwalten der Torpedos, öffnen T1, T1, die letzten T2. Ja, den bin ich nicht so ganz losgeworden, den verknallen wir eben so spontan sofort. Danach Torpedos des Typs T3 mit einer Zündpistole des Typs 2 und die Torpedos T1, die schnell und oder eine hohe Reichweite haben. Die mit einer verbesserten Pistole PI3. So, das ist alles jetzt mit der letzten Forschung ist das jetzt alles rumgekommen. Das hat man im Ende letzter Folge haben wir das gerade noch schon gesehen. Ich habe die Forschung aber noch gar nicht abgeholt. Das ist trotzdem schon im Händler drin gewesen. Wir können das gerade mal schauen, dass wir die Forschung abholen. Sobald es wieder aufgehört hat, zurück. Warum ruckelt das denn gerade so krass? Aber irgendwas läuft bei mir wieder im Hintergrund schief, auf jeden Fall. So, also normalerweise ruckelt das Spiel nicht so krass. Die Auswirkungen wurde erfolgreich in Positionen gegeben. Blablabla. Das ist ja ganz okay. Akzeptieren, so. Jetzt stellt sich die Frage, kriegen wir noch irgendetwas zu forschen, was sich hier noch anforschen lässt? Soll ich den Schnorchel schon... Obwohl, nee, Quatsch, den kann ich gar nicht. Weil, Ansehenspunkte weg. Aber da vorne wäre Militärvorrat. Was hätte man denn da? Braucht einen Punkt. Ich habe drei. Beforschung befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium. Wird doppelt so lange dauern, ist aber egal. Liegen nahe, dass die norwegische Marine eine große Menge Munition nahe dem Berg versteckt hat, um zu verhindern, dass sie in unsere Hände fällt. Es gibt Hinweise, mit denen wir den Standort des Vorrats eingrenzen können. Benötigt einen Offizier. Überlege, ob ich das mal den Albert Vogel machen lassen soll. Obwohl mich das einen Ansehenspunkt kosten sollte. Batteriestufe 3, nee, das braucht sehr viel mehr Ansehenspunkte. Munitionsprozug, nein. Flächenabsuchtorpedo auf gar überhaupt keinen Fall. Den will ich gar nicht. Da habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht in der Vergangenheit, dass der einfach vorher abgedreht ist oder so. Ich möchte dieses Flächenabzuggedöns. Das möchte ich am liebsten gar nicht. Am liebsten gar nicht. Die fortschreitende alliierte Sonartechnologie bis zu einer der größten Gefahren für unsere U-Boote. Es sollte technisch möglich sein, sie mit einfachen chemischen Geräten zu täuschen. Das könnte vielleicht nicht so ein Ding sein. Frage ist, habe ich einen Ingenieur am Start? Ich hätte einen Ingenieur der Stufe 1 am Start, ja. Ja, der Ingenieur ist auch ein handelnder Ingenieur. Das heißt, ich brauche ihn nicht so dringend. Frage ist, sollte ich das erforschen, ja oder nein? Den Schnüffler. Ja, der Schnüffler, der ist zwar gut, aber ich würde ihn sehr gerne haben, den Schnüffler, aber ich glaube, für den Moment kommen wir noch ohne den Schnüffler aus. Sonar-Täuschkörper Bolt. Vielleicht machen wir tatsächlich mal die Sonar-Täuschkörper. So. Nämlich aus dem folgenden Grund. Ich habe ja jetzt immer die Missionen um Großbritannien angenommen. So, und um Großbritannien herum ist das Meer ja nicht so besonders tief. Das geht mal auf 120 Meter irgendwie runter oder so. Und mehr hat man ja nicht so, wenn es eine Küstennähe ist. Meistens brauchst du da schon Räder. Fast schon unter dem Boot. So. Wenn es aber jetzt irgendwann in absehbarer Zukunft so sein sollte, dass wir eventuell
in tiefere Gewässer vordringen. Nämlich sobald Frankreich erobert ist, was ja jetzt hier in der Schlacht um Frankreich schon so angekündigt wird, dann würde es ja sein, dass wir irgendwo in die Tiefen des Atlantiks kommen, mal irgendwann. Und wenn wir nicht mehr hier als Küstenkeucher tätig sind, sondern in die Tiefen des Atlantiks gehen, wäre es ganz schön, noch ein paar Mittel an der Hand zu haben, um eventuelle Verfolger abschütteln zu können. So, und deswegen ist es dann, glaube ich, recht legitim, wenn wir uns jetzt mal diesem Täuschkörper widmen. So, damit wir dann im Zweifelsfall uns so eine Pille raushauen können, um dann schnell und effizient irgendwelche Verfolger, ja, so zu täuschen, dass am besten gar nichts mehr los ist. Und ich merke gerade, ich habe schon wieder Ruckelei. Ich glaube, ich werde einen Cut machen und mal schauen, was da im Hintergrund bei meinem PC los ist, weil gerade geht mir das Ruckeln ein Stück auf den Zwirn, muss ich sagen. So, ja, ich kann keine 2 Minuten hier bewegen, ohne dass ich was machen kann. Ich mache einen Cut, pass mal auf, ich mache einen Cut, fahre durch den Ärmelkanal und melde mich dann hoffentlich in der Keltischen See mit schnellerem Spiel und schnellerem und geil und alles toll wieder. Einen Augenblick. Okay, es geht sofort los. Ich habe dort vorne gerade Zerstörerbesuch gekriegt. Wir sind nun, Augenblick, gerade mal kurz, mitten im Ärmelkanal. Ich habe die Keltische See da drüben noch nicht erreicht. Das ist aber der erste Zerstörerkontakt, der sich mir so in den Weg gestellt hat. Heißt, wir werden jetzt mal schauen, ob das in irgendeiner Weise jetzt ein Problem wird oder nicht. So, bitte mal zentrieren und dann schalten wir mal auf langsam. Dann möchte ich bitte mal alles abschalten, was gerade so geht. Zerstörer, mein Freund, was bist du für eine widerliche, hässliche Kiste? Hä, wo ist denn der jetzt hin? Wieso verzieht sich denn mein Uzo die ganze Zeit? Das finde ich jetzt gerade nicht so geil, hä? Augenblick mal, der ist auf 330, so. Der fährt auch relativ schnell. Ich glaube, das ist eine Town-Klasse oder sowas, ne? Lass uns gerade mal gucken, was das für ein Gerät ist. Was bist du? Bist du eine Sims? Ne, du bist V-Klasse. Ja, du bist eine V-Klasse. Du bist eine V-Klasse, weil du diesen eigentümlichen Schornstein hast. Du fährst auch echt schnell. Wieso fährt denn der so schnell? Krass, 42 km/h. Und er kommt leicht auf uns zu, fährt aber größtenteils quer ab, okay. In einer Geschwindigkeit von 42 km/h mit. Wie weit bist du von mir weg? 2,4 Kilometer. Oh, Alter. Du bist ja gleich schon anwesend, bist du ja gleich schon. Das ist ja gar nicht mal so geil. Das ist ja gar nicht mal so geil. Ja, okay, dann werden wir uns wohl gerade mal ein wenig verpissen, habe ich so das Gefühl, ne? Lass mich mal, ich glaube, ich will mal runter. Ich glaube, ich möchte mal runter, so weit runter, wie es denn eben geht. Mal auf 50 Meter runter, das ist eine ganz gute Idee. So, alle Abteile sind trocken, Rest ist egal. Ich werde jetzt auch nicht mehr pingen und gar nichts mehr. Hauptsache, dass die Kiste unten jetzt an uns vorbeikachelt. Das wäre mal ganz schön. So. Schadenskontrolle? Okay, von mir ist auch nicht Schadenskontrolle. Dann schauen wir mal. Ach, warte mal. Unser Horchfunker, der ist ja eine Schadenskontrolle. Dann stellen wir den Horchfunker mal an den Horchfunk. Und schauen dann mal, beziehungsweise hören dann mal, wo dieses Teil jetzt rumfährt. Was immer das sein mache, offensichtlich soll das wohl. Was soll das denn für eine Maschine sein? Ja, sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier geht's richtig ab, meine Freunde. Hier geht's richtig ab. Hier fahren die Briten, fahren die mit allem rum, was sie haben. Schiffsschrauben, Schiffsschrauben. Krass. Eins, zwei, drei, ganz viele Leute. Ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleitzug.
Das wird spannend. Ja, das wird sehr spannend, wie wir hören. Wie wir hören, hören wir nichts, okay. Aber offensichtlich hat unser Horcher schon etwas gehört. Ja, das scheint es, er scheint das soweit hinzukriegen. Okay. Ja. Der Zerstörer hat uns jetzt nicht gekriegt, der hat uns nicht gehört, obwohl das gerade beschissen knapp war. Dann fahre ich mal so gemütlich ein bisschen weiter. Wir werden uns mal schauen, dass wir vielleicht unter Wasser ein wenig die ganzen Leute uns vom Hals halten. Und dann werde ich später wieder auftauchen und gemütlich mich dem widmen, was da so kommt. So. Da kommt jetzt noch irgendein Schraubengeräusch auf uns zu. Ja, Alarm abgebrochen. Ist gerade scheißegal. Alarm abgebrochen. Der Kapitän geht pennen. So, ich glaube, der andere Offizier, der kann auch pennen gehen gerade. So. Der Horcher, der bleibt aber jetzt mal am Horchfunk. So, und da kommt der nächste. Da zieht er das rein. Der ist sogar relativ schnell. Okay. Also es sieht so aus, als wenn er uns nur knapp verpassen würde. Er fährt nur knapp an uns vorbei. In den 50 Meter Tiefe. Er sieht uns aber nicht. Gut, er sieht uns nicht. Hervorragend. Genau das ist es, was ein U-Boot ausmacht. Sehr schön. Man konnte ja jetzt wieder ganz normal weiterfahren. So. Nee, nee. Du kannst mal bitte pennen. So, und da hier vorne jetzt sonst nichts ist, ich glaube, dann könnte ich auch theoretisch wieder auftauchen und überirdisch fahren, ne? Was ist überirdisch? Quatsch, Blödsinn. Hier. Über Wasser fahren. So. Ja, genau das ist. Das können wir dann direkt auch mal machen. Hoch damit. So. Wir haben gerade sowieso 4:44 Uhr. Es wird tendenziell, also heller. Was jetzt erstmal nicht das Beste ist, aber ich möchte versuchen, aus diesem Trichter vom Kanal rauszukommen. Verhältnismäßig dringend gerade. Einfach nur so, um in ein etwas besseres Seegebiet einfahren zu können. So. 20 Meter, da steigt sie. Sehr schön. Schwupp, den Horchfunker, da können wir wieder pennen schicken. Tada. Und da sind wir auch schon. Hervorragend. So, Luft nachtanken. Reiß mir bitte die Karre an mit Dieselmaschine. Und dann geht das los. Auf los geht das los. Die 207 Kilometer mit ein bisschen Glück passiert da nichts. Mit ein bisschen Glück passiert da nichts. Jo, warte mal. Der Funker, der kann uns doch einmal noch gerade eben die Kontakte melden. Genau. Und dann kann er pennen wieder. Wupp, so. Eins, zwei. 2 Stunden. Warte, ich habe vergessen, Pressluft nachzutanken. So. Pressekompass anschalten. Zack, zack. Gut, ich glaube, wir haben es überstanden. Dann sehen wir uns nach dem Cut wahrscheinlich im Patrouillengebiet wieder. Bis gleich. So, und da bin ich auch wieder. Ja, ich bin jetzt einige 100 Kilometer im Patrouillengebiet gefahren. Grund, weshalb ich das Spiel angehalten habe, ist ganz einfach. Wir werden gerade angegriffen. Ja, was ist jetzt passiert? Wir sind hier vorne erstmal ins Patrouillengebiet reingefahren. Hinterher hier etwa, keine Ahnung, 200, 250 Kilometer gefahren. Hier am Punkt 1
gab es einen Flugzeugangriff, den ich allerdings relativ früh gesehen habe. Ich bin dann bis zu diesem Punkt hier, das sind so 70 Kilometer, unter Wasser weitergefahren, im getauchten Zustand bei 60 Metern oder so. Jetzt gerade sind wir aufgetaucht und sobald ich aufgetaucht bin, kommen sofort Flugzeuge. Und zwar, ihr seht es hier rechts an der Seite, noch bevor die kompletten Druckreserven voll sind. Das heißt, und das ist jetzt auch so, dass das zweite Mal, dass ich jetzt quasi aufgetaucht bin, heißt, ich kann nicht sofort wieder abtauchen, weil mir sonst die Druckluftreserven fehlen. Ja, das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Ich habe jetzt, was wir jetzt machen, den 1WO ans Geschütz ran. Und der Kapitän, der darf jetzt ans Angriffsperiskop gehen, damit er bloß unten im Turm ist und nicht so unbedingt in der Schusslinie ist. Der 1WO, der muss das jetzt leider stemmen, der muss mit seinen Sneakies jetzt raus da. Ja, und der Rest von euch, der Rest von den Ingenieuren, die gehen bitte zum Kommandieren in Halb-8-Stellung. So, und der Rest, was kann man sonst noch? Unser Horchfunker, der könnte. Ja, der bleibt da erstmal. So. Weil er wird jetzt dieses Arschloch hier vorne hat uns safe gesehen, auf jeden Fall. Ich muss zumindest warten, bis ich mal irgendwie so 70% Luft habe oder so. Da ist er nämlich. Dieses Arschloch. Und er wird uns jetzt auch auf jeden Fall angreifen. So, warte mal, aber kriege ich ihn. So, Flugzeugabwehr, genau. Hier oben links, hier, den Automatikbefehl Flugzeugabwehr zu setzen. Und da würde ich mal hoffen, dass er das jetzt schafft. Weil Fähigkeiten, wir gehen mal kurz, Kurt Hoffmann, er hat Fähigkeiten, hat er Artillerist, schießt mit der Kanone und Gewehren, genauer im manuellen Modus erhöht sich die Rückstoßstabilisierung. Nicht nur das, sondern ich habe ihm natürlich auch zwei Sneakies mit an die Knarren gegeben. Hier sind noch zwei jetzt. Und der eine ist so ein bisschen aus diesem Korb jetzt rausgeglitscht. So. Aber das sind schon ein paar Knarren mehr. So, ich hoffe, dass wir den jetzt runterholen und damit einigermaßen dann. Warte mal, so, ich will das mal. Und damit einigermaßen dieses Mistvieh unter Kontrolle kriegen. So. Du alte Sau, da hinten kommt er. Komm, knall das Vieh ab. Es ist nicht zu fassen. Alles scheißegal, die Munition kann ruhig weg. Warte mal, er hat ihn, glaube ich, getroffen, ne? Haben wir dich getroffen? Ja, die Kiste qualmt. Oh, warte mal, boah, alter, Kamera. Kamera. Warte mal. Kamera ist. Die Kamera ist unmöglich zu steuern. Die Kiste brennt. Sie brennt. Brenn, Baby, brenn. Ja, das sieht dann wohl so aus, als wenn du Fritte wärst. Du alte Sau. So. Tut mir leid, mein Freund, aber mach's gut, ne? Du hast ja versucht, uns umzubringen. Also. Das ist dann wohl das Ende. So. Ich weiß gar nicht, was das jetzt für eine. Lass uns mal gerade schauen, was das für ein armer Kerl ist, der da jetzt versäuft mit dem Ding. Warte mal. Was ist das für eine Flagge? Ist das eine Fliegerflagge aus Großbritannien? Ich glaube ja, ne? Das ist irgendeine Fliegerstaffelgedöns, ist das mit Sicherheit. FQM irgendwas. Ich habe keine Ahnung von Fliegerei, wirklich mal safe überhaupt nicht. So. Gut. Ja, das Ding ist dann wohl mal weg vom Fenster. Ja, sehr schön. Weil Batteriekapazität ist gerade auch auf 58% runter. Das ist ganz gut, dass wir uns jetzt so weit verteidigt haben. Dann haben wir uns jetzt ein wenig behaupten können und können auch über Wasser nun noch ein bisschen mit Batteriekapazität aufbauen. So. Alarm abgebrochen. Genau. Willst du mir nicht erzählen? Oder kriege ich jetzt. Nee, die Meldung ist doch eine alte Meldung, ne? Ja, genau.
So, ja, die Meldung ist eine alte Meldung. Ein Flugzeug, den haben wir verkackt. Haben wir abgeschossen. So, Flugzeug wird abgeschossen, genau. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das manuell besser gekonnt hätte, um ehrlich zu sein. Deswegen habe ich das gerade mal die KI machen lassen. Weil wofür trainiert man den 1WO in dem Artilleristen-Perk, wenn man ihn nie einsetzt? Dann soll er das auch ruhig mal das machen, wofür er dann eingesetzt wurde. So, Bistrol Bowfighter abgeschossen. Oh. Wenn ich taute, kriege ich ja 1000 Reichsmark für, wenn ich so ein Flugzeug kalt mache. Okay. Deal. Lass ich mit mir machen. Alles cool. Alles cool. Gut, dann. Was haben wir da? Der Alarm wurde gerade abgebrochen. Das heißt, ihr könnt alle von euch, die jetzt gerade mal sich entspannen wollen, dürfen das auch tun. Wir werden aber allerdings für die ein, zwei Stunden, die es jetzt dauert, um die Batterie wieder aufzufüllen, werden wir allerdings mal die beiden Führungsoffiziere mal am Start lassen, auch wenn es denen danach so vom Müdigkeitsstand her verhältnismäßig schlecht geht. Aber gerade ist das mit den Fliegerangriffen so eine Sache. So, zumindest kann ich jetzt einmal die Kompressoren abschalten. Weil das haben wir jetzt gerade eben schon nachgeladen gekriegt, aber ich benötige noch etwas Batteriekapazität, um die nächsten paar Stunden überspringen zu können. Wenn wir jetzt nicht angegriffen werden, dann können wir das auch so weitermachen. So. Schwupp. Mal weiter vorspulen und dann mal hoffen, dass wir jetzt nicht angegriffen werden. 66%. Tendenz schnell steigend, genau. Mal den Kreiselkompass, den kannst du eigentlich mal ganz kurz ausmachen, solange wieder noch keiner an der Karte ist. Ich kann ja gerade keinen an die Karte packen. Ich kann nur den Kapitän, ist jetzt am Uzo. Quatsch, am hier. Angriffsperiskop im Turm. So. Und der 1BO, der steht oben an der Knarre. Und alles andere haben wir gerade nicht. Stellt sich die Frage, wie viel Munition habe ich eigentlich noch oben drin jetzt? Och, das geht ja. So viel haben die ja tendenziell mal gar nicht verschossen. Oder haben die die HE-Munition verknallt? Weiß gar nicht, was die verknallt haben. Was hat der? Ich glaube, er hat die HE-Munition verknallt, ne? Lade mal Panzerbrechende. Schwupp, schwupp, so. Müsst ihr beim nächsten Mal Panzerbrechende laden und dieses Teil dann sofort komplett zerbraten, oder? Na, das haut ja soweit ganz gut hin. Okay. Mal den ersten Kampf hinter uns. Und da geht es schon wieder los. Aber diesmal habe ich Batteriekapazität 100%. Ich glaube, diesmal kann er sich ins Knie ficken. So, ich glaube, diesmal kann ich ins Knie ficken. Lass mich. Nein, nicht aus Dienst entlassen. Jetzt komme ich da nicht runter. So. Das ist ja der nächste doofsinnige Flugzeugangriff jetzt. Kapitän, er geht bitte mal. Der Kapitän geht bitte mal an die Karte nun. Dann werden wir einmal den Alarm. So, dann mal schauen, ob der uns jetzt gleich erwischt oder nicht. Ich hoffe ja, dass er uns nicht erwischt. Aber ihr seht, gerade ist das mit den Fliegern echt so eine Sache. Also man kann kaum lange oben bleiben, ohne dass einen die Flieger erwischen, die auch konstant einem auf den Sack gehen. Wo sind sie denn? Ich sehe gerade gar nichts, aber ich höre was. Ich höre es, aber ich sehe nichts. Fühlt sich so aus, als würde es aus der Richtung kommen. Aber ich sehe tatsächlich gar nicht. Also diese Flieger sind ja irre schwer zu sehen. Also, boah, da
Da kriegt man ja so eine richtige Paranoia von, wenn man das ein bisschen länger mitmacht. So, den Horcher, den lassen wir direkt mal an den Horchfunk gehen. Ansonsten mal alles auf leise stellen. Wo ist der jetzt hin? Auf 50 Grad circa. 53 Grad, 55 Grad. Jetzt fährt er, fliegt er voraus, auf 30 Grad voraus. Weißt du was, wir gehen noch ein bisschen tiefer. Wir gehen mal runter auf 70 Meter. Mir ist das alles ein Stück zu gefährlich. Ich habe gerade keinen Bock, von dem irgendwas aufs Gesäß geschoben zu kriegen. Von diese blödsinnigen Scheißbomben da. Das ging gerade eben noch super gut, weil wir einfach an Bord, beziehungsweise oben, viel zu viele Knarren haben. Warte mal, wir können das ja gerade mal jetzt unter Wasser angucken, weil wir nicht nur dieses eine Maschinengewehr, was das Standardmaschinengewehr ist, was man immer so am Start hat. Nein, wir haben hier noch in diesen beiden Luken hier, da stecken ja noch zwei drin, wie wir gerade gesehen haben. So. Und das sind vernünftig viele Knarren, möchte ich mal so behaupten. Aber das muss natürlich nicht heißen, dass das immer glatt geht. Das kann natürlich auch sein, dass das mal ganz böse schief geht. Und dafür möchte ich eigentlich am liebsten abtauchen und bloß weg sein. So. Gut, aber ich glaube. Oho, ein Geleitzug. Ist ja interesting. Jetzt kann dieses blöde Flugzeug mal sich verpissen irgendwo, damit ich den Geleit so vernünftig höre. Zwei Uhr nachmittags. Dann sind wir gerade mal ganz ruhig und hören mal, was da so ist. Jetzt habe ich zwei Flugzeugangriffe hinter mir. Das Boot ist noch in einem recht guten Zustand. Lediglich ein bisschen Munition verloren, ansonsten ist alles cool. Irgendwie hinter uns ist was. Hinter uns wäre was. Auf 120 Grad an Backbord irgendwie so. Fühlt sich das so an? Also ziemlich genau dort. Auf minus 135, würde ich sagen. Könnte das sein? Heißt, die sind entweder schon an uns vorbei oder sie wollen noch an uns vorbei. Tatsache ist aber, wenn ich jetzt, sagen wir mal, so fahre, so erstmal so ein bisschen Geometrie machen, jetzt so fahre und die Kiste auf minus 135 peilt, so geschätzt, dann könnte ich genau diesen Kurs einschlagen, wenn ich die haben will. So, dann mal schauen, in welche Richtung er will. Gleich. Ja. Dann mal schauen, in welche Richtung er gleich will. Und dann will ich mal hoffen, dass er bis dahin ein wenig, dass es dann dunkler ist und dass man dann vielleicht diese scheiß Flieger mal los ist. Das wäre mal eine ganz schöne Idee. Dann werde ich, glaube ich, noch einen glitzekleinen Cut machen. Das waren jetzt gerade, oh krass, das waren 14 Minuten, nur für zwei so doofe Flugzeugangriffe. Aber da werde ich, glaube ich, noch einen glitzekleinen Cut machen, um zu versuchen, das einzufangen, was da hinten am Rumschräubelieren ist. Mal schauen, was wir da so treffen. Bis gleich. Guck mal, wen wir da haben. Ja, wusste ich auch nicht. Ich bin gerade hier auf dem Weg gewesen von dort nach hier unten, weil da unten irgendwie ein Konvoi fährt, um diesen Konvoi zu verfolgen. Da sind wir natürlich wieder an der einen, durch Zufall an der einen Stelle vorbeikommen, wo wir jetzt gerade eben dieses Flugzeug versenkt haben. Und siehe da, es schwimmt. Aus irgendeinem Grund. Und ich glaube auch gesehen zu haben, dass man dort an Bord gehen kann. Das heißt, ich werde jetzt das mal versuchen.
so, dass wir da eventuell an Bord gehen können, um mal zu schauen, was da so drin ist. Eventuell, falls das funktioniert. Das werden wir jetzt live und in Farbe ausprobieren. Weil ich das auf jeden Fall, also wenn das funktioniert, dann will ich das einmal sehen. So, weil das habe ich ta tatsächlich noch überhaupt nicht gesehen. Ja, Wechsel auf Dieselmotor, super, funktioniert, herrlich, absolut. Flugzeuge in Sicht. Macht überhaupt nichts, Flugzeuge in Sicht, weil das einzelne Flugzeug hier Short Sunderland. Short Sunderland, okay. Flugzeug, wir bewegen uns zu schnell. Offensichtlich geht das tatsächlich, dass wir hier. Da ist wohl irgendwas drin. Unbekanntes Schiff. Ja, jetzt ist aus dem Flugzeug ist jetzt ein Schiff geworden. Klar, weil fliegen kannst du nicht mehr. Also muss es wohl schwimmen. Geil. Ja, es ist hervorragend. Flugzeug, klicke auf Interaktion. Retten Sie die Überlebenden und nehmen Sie an Bord. Hallo? Kann ich das nicht? Oder kann ich das doch? Oder wie? Oder ja oder nein? Ich bin ja eigentlich direkt daneben. Im Flugzeug befinden sich null Überlebende. Was sollen sie tun? Überlebende retten. Okay. Also es befinden sich null Überlebende in dem Flugzeug. Okay, dann das heißt, die sind den Weg alles Irdischen gegangen. Oder wie darf ich das vorstellen? Bedeutet das auch, dass man jetzt, weil ich würde tatsächlich ganz gerne, wenn das ein schwimmendes Flugzeug ist, dann würde ich das Sehr Teil wohl, Herr Kaloy. tatsächlich ganz gerne mal in den Orkus befördern. Weil ich an, wenn ich an der Stelle die ganze Zeit vorbeikomme und mir jedes Mal angezeigt wird, Hilfe, 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 Flugzeuge, obwohl ja gar kein Flugzeug ist, weil das nur so ein leeres Teil ist. Brenn. Hau mal ab da. Weil das Ding darf jetzt gerne versinken. So, genau. Damit ich diese Fehlermeldung, diese Alarmmeldung, Hilfe, Hilfe, Flugzeuge nicht mehr kriege. Genau das wäre nun mein Anliegen gewesen. Ja, ich glaube, das war's auch dann. Posten verlassen. Ja, hervorragend. Genau, genau so ist es. Und jetzt machen wir uns auf, endlich mal wieder auf, diesen Konvoi zu finden. Mann, 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 das dauert ja vielleicht, bis man sowas mal findet hier. Fahr mich mal da vorne hin. Und zwar bitte nach Möglichkeit mit Vollgas, damit wir jetzt nicht noch mehr an Zeit verlieren. Das wäre ja ganz schön. Der Captain pennt gerade, der Rest von euch ist ja gerade tatsächlich ein bisschen egal. Wir wechseln aber mal den Offizier in der Dieselmaschine aus. Ich habe gesagt, wir wechseln den Offizier in der Dieselmaschine aus. Dankeschön. So. Und dann schauen wir jetzt mal zu, dass wir hier nach Möglichkeit schnell nach da unten hinkommen. Schwupp, so, genau, da war eine kurze Flugzeugmeldung, aber Flugzeuge null. Was weiß denn ich? Wir müssen ein bisschen Distanz aufholen, weil der Konvoi nämlich über alle Berge sonst ist. Komplett über alle Berge. Und jetzt ruckelt das Spiel gerade wieder ein bisschen. Hallo? Ja. Ja. Super. Ich glaube, es müsste es auch bald Abend werden, ne? 17 Uhr. Ja, es wird so langsam Abend gleich. Mal schauen, ob wir vielleicht durch Zufall irgendwas erkennen. Oh, hallo. Wer bist du denn? Ja, wer haben wir denn da? Ja, hier ist der liebe Onkel Metzger. Hervorragend. Ja, schön. Dann hab ich rein per Zufall haben die sich genau vor unseren Bug geschossen. Ja, das ist ja eine Überraschung. Ja, da werden wir jetzt noch ein bisschen. Ich glaube,
wenn die jetzt wie weit sind die voraus? 10 Kilometer, irgendwie sowas. Warte mal, wir werden das mal abmessen, so ein bisschen. Ich werde mal schätzen. Ohne irgendwas zu gucken, werde ich das mal schätzen. Die sind 10, 15 Kilometer, irgendwie sowas. Boah, sagen wir 13 Kilometer. So, wenn die hier 13 Kilometer sind und ich die bereits von dort gehört habe. Nicht gleichzeitig eine bestimmte Durchschnittsgeschwindigkeit gefahren bin. Ich bin jetzt nur über Wasser 30 km/h so gefahren. Meistens bin ich so 18 km/h gefahren. Jetzt 20 km/h gefahren bin. Sagen wir mal 20, 20, 20 und 10. So, 3, 3,5 Stunden. Dann müsste er in 3,5 Stunden, wenn er jetzt da ist, wo ich schätze, dass er ist, und 13 km/h fährt. 1, 2, 3 und nein. So, dann müsste er circa von hier gekommen sein. Dann müsste er circa von hier gekommen sein, weil er aber etwas achterlicher gepeilt hat, könnte ich mir schätzen, dass er vielleicht. Wir hatten ja hier oben gerade die Situation, dass er auf 135 Grad zu hören war. So. Irgendwie sowas. Das heißt, er muss ja quasi dann. Ist die Überlegung jetzt richtig oder nicht? Wenn ich ihn von dort aus direkt gehört, oder ist das schon jemand anders? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das richtig ist, was ich hier überlege. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das richtig ist, was ich überlege. Aber Tatsache ist, ich glaube, er müsste ziemlich quer laufen. Also, sagen wir mal, West-Ost laufen. So glaube ich, dass er das tut. Sonst würde ich ihn nicht so passgenau hier abpassen. Das ist es, was ich meine. Wie machen wir das denn jetzt mit den Offizieren? Weil meine Offiziere sind gerade alle noch, die sind alle noch ein bisschen müde, zumindest die Führungsoffiziere, weil die gerade durch diese vielen, vielen Flugzeuge echt Stress hatten. Pass mal auf, wir schicken den 1WO mal pennen. Und dann nehmen wir mal Kurs direkt gen Westen. Osten. So. Direkt gen Osten. Da ist nämlich schon der Schornsteinrauch. Und nun erzähl man mir, wo denn jener wunderschöne Schornsteinrauch hinführen mag. So, sieht man da irgendeinen Kurs? Nein, aber ich sehe da auf jeden Fall ein Kampfschiff, was sich mit Sicherheit uns noch nähern wollen würde. Das bedeutet, unterm Strich, bevor wir uns weiter in die Scheiße beamen, werden wir einfach mal tauchen. Und den Konvoi für ein, zwei Stündchen unter Wasser folgen. Eine hervorragende Idee. Und so lange dürfen sich dann auch die Führungsoffiziere mal ein, zwei Stündchen ausruhen. Das Schiff kommt so für 2 Stündchen auch mal ohne die Führungsoffiziere klar. Hauptsache, dass es denen was besser geht. Und dann können wir in der Nacht nämlich in Angriff fahren. So. Mal Klappe zu und dann geht das nämlich ab. Das Boot nach unten. Und die Führungsoffiziere alle mal eine Runde Haia. Bis gleich.